Riegel, habe ich gesagt. Nicht Max, Alter. Mach doch einfach hier. Ich wollte doch nur 1, 2, 3. Beginn. Wir sind 62, okay. Würde ich gar nicht. Hilf keiner! Hilf keiner! Die Menschen alle keinen Bock. Die sind ja auch erschöpft. Ich muss mal tauschen. Gleich. Ja, ist auch schon spät. Also für die im Spiel. Wo du das Ganze weg oder was? Ja, keine Ahnung. Die spawnt. Okay. Was geht, wo du, sag ich mal? Keine Ahnung, ob er irgendwo ist. Achso, ich muss meine berühmte F-Taste drücken. Jetzt geht das. Jetzt geht da. Get me. Wild die Frisur ausschaut. So voll fertig. So. Ich kann es auch während. Es kann jetzt auch während der F-Drücken nichts machen. Alter, Eierkiste voll. Ja klar. Krise. Ohne Baller, sagst du? Ja, vor die, okay, für die Kiste stellen. Geht das so nah? Keine Ahnung. Ja, aber gut, wenn eine Eierkiste ist, weiß ich ja dann irgendwann, dass das die Eierkiste ist. Oder? Bei den anderen ist es halt schwierig, aber das... Überlappt ein anderes Objekt? Ja, dann bringt's gar nichts. Ja, dann bringt's gar nichts. Kannst du auch nicht an der Wand anbringen? Okay, Krise. Einfach irgendwo hin. Einfach irgendwo hin. Ah ja, geht so. Cool. Oh, das ist jetzt auch falsch rum, oder? Nee, ist richtig. Aushang bearbeiten. Zack, muss jetzt reichen hier. Alter. Kannst du lesen, was auf diesem Schild steht? Was für ein Schild? Was ist das? Nee. Spinnst du? Hier, guck und klick mal verarbeiten und guck, ob du den Text lesen kannst. Da sehe ich es ja, nicht Text, nicht ja, das ja, bei bearbeiten ja. Okay. Geh mal raus, da ich kann den Text nicht verarbeiten. Ja, aber ich ist doch klar, dass jetzt hier neben diesem Eierding Eier sind. Also. Guck, wie groß das jetzt ist. Das ist geil, ja. Ja, ich wollte ja gucken, ob ich es an der Wand bringen kann, aber es hat zu kotzen. Das ist Schmutz. Weg damit. Platzverschwendung. So. Also ich habe noch Eier da in der Tasche. Eine Kacke. Kann die ja, gar nicht loswerden. Ja, gelogen. Bis die steht mit uns beiden, dauert es ewig. Ja, keine Ahnung, das Team macht halt schon wieder... Die pennen alle. Ja, überpressen. Was sind die größten Penner? Jetzt nachts überpressen und erschöpft. Ja, keine Ahnung, wir sind nachts auch wach, Mann. Die haben halt einen geregelten Arbeitsalltag, weißt du? Betten 14 von 13. Wie ist das gemein? Eine zu wenig oder was? Nein, ein Vier. Achso, nicht. Achso, Pauls 13, 13. Ich dachte 14, Pauls 13 Betten, aber belegt. Also, wie ist das? Okay. Alles gut, wir brauchen nur 13 oder 14. Ich verstehe schon. So. Ja, Hudo ist komplett despawned. Ich habe noch geschrieben, was geht. Hudo.
So, ich wollte jetzt. Ich habe so viele Sachen hergestellt zum Bauen. Fließband, ja. Oh ja. Die beiden Sattel hast du nur 100 Kilo? Nee. Schau, was die brauchen. Ich weiß nicht, wo ich das Fließband tun soll. Erstmal ist es dunkel. Lass uns mal kurz schlafen hier. Wenn du Zeit hast. Oh, ich wollte meine Viecher weg tun. Warte. Viecher weg tun. Die stören einfach weg tun. Und überleg mal einen Plan B. Ich tue die auf die letzte Seite, da wo sie hingehören. So, die nicht. Okay, gut. Wieso pennt ihr einfach so? Oh. So gut wie früh. Hey. Werd, mal gucken. Wenn die Seite einigermaßen wasserdicht ist, was ja bestimmt noch ein bisschen dauert, wegen den ganzen Rechtsdingern da, werde ich einmal kurz wo Werbung machen, was probieren. Soll ein bisschen pay to win, aber geht ja nicht anders. Mhm. Ob ich es mache, weiß ich nicht, aber das ist dann halt offiziell und ich kann es nicht machen. Dafür sind noch viel zu viele Lücken da. Na ja, klar. Im Datenschutz halt. Impressum passt, Ding passt, nur Datenschutz fehlt noch. Ich habe in die zweite Eierkiste auch mal diese ganzen Attackenfrüchte da reingeschmissen. Okay. Dass wir hier mal so ein bisschen System reinkriegen. Okay. Ich bin ja froh, dass ich jetzt ein bisschen sitze und ein bisschen aufnehmen kann. Weil ich hatte ja 4 Monate das nicht gekonnt. 4 Monate musste ich halt liegen quasi. Und merk halt, wenn du halt aufnimmst, kommst du zu nichts anderem. Also du kannst auch nicht wirklich cutten, du kannst nicht dies machen, also entweder oder. Ja. Der Tag hat halt nicht so viel Ding. Und soll ich jetzt komplett die Aufnahme beenden, um das alles zu machen? Musst du jetzt wieder 2-3 Wochen nichts machen, um das alles fertig zu machen? Weiß ich ja nicht. Werd dann jetzt hier ein paar Wochen zocken und dann vielleicht wieder 1-2 Wochen Pause machen, um das zu bearbeiten. Ja. Muss ich ja. Ja, klar. Eigentlich hatte ich es halt andersrum vor, dass ich jetzt ein bisschen was mache und dann nachher noch mehr. Aber das ist schwierig. Da brauche ich halt, da muss ich halt dann, brauche ich halt dann noch mehr Hilfe. Das ist doof. Achso, du kannst ja auch deine. Bei dem einen Händler da, den wir hatten, kannst du auch deine ganzen Pauls verkaufen. Naja. Also geht halt, manche sind noch eine Menge wert. So. Okay. Und hinten bei den Bärenfeldern habe ich auch nochmal eine große Kiste hin. Da packe ich die ganze Samenscheiße rein. Jetzt kommen mal 30 Leute vorbei und helfen. Das ist doch nett. Es wohnen hier zwar nur 14, aber es kommen 30 vorbei. Route wird hier gemacht, gerne diesem Dings da. Woher weißt du, dass wir alles haben? Weißt du, was wir brauchen? Ja, ich weiß alles. Wannwürmsattel? Nee. Ja. Doch. Wir können 3, ich mach 2, gut. Scheiße, kann ich ja nicht echt irgendwas anderes machen in der Zeit. Wie bekommt man, wenn ich jetzt was für Discord, diese Sachen dahin? Ich check das nicht. Und jeden Tag nach dem Palworld-Spiel muss ich den Computer neu starten. Erster Tag konnte ich keine Programme mehr schließen. Nichts, alles, was ich gestartet habe, konnte ich mehr schließen. Das Spiel konnte ich nicht schließen, kein Video konnte ich schließen, Discord nichts, ich konnte nichts mehr schließen, kein Browser, nichts, gar nichts, neu starten. Gestern nach dem Spiel USB-Crash. Weil ich hatte zwar eine Festplatte angesteckt, aber die war immer angesteckt, die war wieder ausgefallen. Während des Spiels schon. Und dann muss ich halt immer irgendwas starten hier.
habe mal Voodoo gefragt, ob er irgendwie schreibt, antwortet er nicht. Ob er schon irgendwie weitergekommen ist oder so. Der Geier ist ja auch so langsam. Sind diese Dinger schon hergestellt? So. Den einen habe ich hergestellt. Ja, reicht ja. Den einen habe ich gerade. Wenn du den zweiten selber nochmal nimmst, kannst du nicht mehr abgeben. Richtig. Aber man kann irgendwie aus diesem Ding da nichts machen, nichts wegtun. Aus dem wichtigen Objekt der Reiter. Na, ist wild. Widerstandespunkt. Wird das, also, was ich in der heutigen Zeit schwer finde, es gibt so viele Leute verschiedene Angebote, die dir irgendwas verlangen mit dem Plugin-Geld hier, Plugin-Geld da. Ich würde am liebsten einfach mit jemandem persönlich sprechen. Mit einem Menschen, in Discord oder so, keine Ahnung. Ich gebe dem einen 10er, einen Fuffi, einen 20er und sage, schreib mir von der und der Firma das zusammen, copy-paste mir, schick's mir, Ende der Geschichte. Das wäre halt total geil. Ja. Fertig. Warum immer so kompliziert? Das ist halt alles automatisiert so, aber... einfach mal mit jemandem quatschen. Ein paar Minuten. Gibst mal ein bisschen Geld, keine Ahnung, wie viel er will. 20, 30, 40, 50, 10. Für Copy-Paste. Das hat er dann bestimmt alles fertig, weißt du? Das ist ja für ihn lukrativ. Ja. Als ob er das dann nicht schon alles vorgefertigt hat. Ist das eigentlich in jedem Land so? Also gut, Impressum weiß ich ja Deutschland. Aber mit dem Datenschutz ist in jedem Land so kompliziert? Bei weitem nicht, denke ich. Du darfst ja nicht einmal ein Video einbinden auf deiner Homepage, wo dann sofort abspielt, sondern du musst dann noch fragen lassen, darf ich das Bild wieder abspielen? Ich versuche mich ja immer, also meinen Horizont zu erweitern. Ich will hier was lernen, da was lernen, kann das nicht alles gleichzeitig, weil ich zu viel auch will, ne? Und je mehr ich immer versuche, irgendwas zu lernen, zu üben, desto sinnloser sehe ich es irgendwann, desto komplexer und also kompliziert ist. Und irgendwie unnötig dadurch. Dann hat man schon gar keine Lust mehr. Okay, Rüstung ist auch repariert. Passt. Fliegen die sich besser? Nicht wirklich, Mann. Fliegen im Spiel hier irgendwie nicht so ganz. Ist vielleicht extra so gemacht, oder? Ich glaube, das ist einfach extra gemacht. Ich suche. Ah, hier Feuerfuzzi. 2029. Gefühlt kommt der höher als der andere, Tauschen. Aber. Mann. Ja. Nee, der andere ist noch depressiv. Was zum Fick? Oh Mann, ich will doch nicht ständig irgendein Bimbo aufnehmen, Mann. Der eine hat hier immer noch Knochenbruch. Überfressen. Muss man den Knochenbruch heilen mit dieser Medizin vielleicht? Ich glaube. Okay. Oder wir töten uns zu CM9. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Somit ist es auch geheilt. Ist ja auch Medizin, ne? Ja. Okay. Okay. Muss man es erst fertig machen hier. Ich dachte, ich hätte auch so eine Route. Eye-Twing? Van-Würm. Ah, jetzt darf ich. Okay, jetzt ist das Zeichen da. Schauen wir mal. Bei mir irgendwas kaputt. Ich kann nicht mehr mit den Tieren wirklich agieren. Ich kann auf dem anderen auch nicht mehr reiten. F gedrückt halten. Der kommt nicht zu mir, die Tiere. Im Lager konnte ich es auch nicht. Im Lager konnte ich es nicht. Das
go. Jetzt hat. Was sind die langsam, was für Flügelschlag die haben? Aber mit denen kommst du nicht hoch, oder? Oder musst du öfter. Du musst Leertaste öfter drücken. Ach so, um zu schwingen. Feuer. E. Nochmal Feuer. Luftkanone. Linke Maustaste, E und Steuerung. Bei mir, okay. Die haben schon mehr Ausdauer, glaube ich. Vielleicht kommt ja noch was Gutes später. Ich weiß nicht genau. Also, wieso nicht geil, die Viecher? Vielleicht die Schütze sind gut. Achso, ich wollte eigentlich... Kann dann auch Geisterlohe? Mit C? Von den drei Sachen, C, E und Steuerung. Meine C ist halt nach unten. Bei mir gehen. Steuerung, es waren drei Sachen, die ich konnte. Warte. Luftkanone, Feuerschuss und Geisterlohe, ja. Mit linker Maustaste bei mir. Linke Maustaste, Geisterlohe. Geisterlohe ist ganz cool. Das ist halt alles so. Also alles so ein Feuerschuss, ne? Linke Maustaste und E ist für mich fast gleich. Nur halt schneller der Schuss. Linke Maustaste ist Feuerschuss und E ist Luftkanone. Bei mir ist andersrum. Okay. Linke Maustaste Geisterlohe, E Feuerschuss. Und Steuerung Luftkanone. Ne? Ganz wilde Sache. Ich wollte das Fließband irgendwo hinklatschen. Wer muss denn da helfen? Das ist ziemlich groß, das Ding. Das ist echt riesig. Kannst du noch umbauen? Zwei Riesenmammuts gegeneinander. Oh, die helfen alle mit, krass. Okay, dann helfe ich mit. Ich habe jetzt irgendwann mal so irgendwo mal ein Fließband hingestellt hier. Das ist riesig. Schon was passiert, vielleicht können wir es ja auch rein tun. Yo, okay, Rezept wählen. Okay, hier sind einfach diese Paul-Sphären. Was macht das Fließband nochmal? Eine Werkstatt zur Fertigung von Paul-Sphären, mit denen sich Pauls fangen lassen. Durch Arbeitungsteilung läuft die Fertigung mittlerweile einigermaßen chillig. Für die Arbeit bin ich beim Pauls die Handwerk beherrschen. Ja, jetzt haben wir noch so ein Ding, was nur diese Paul-Dinger können. Draußen, jetzt ein fettes. Hätte ich vielleicht auch... Achso. Stromzufuhr unzureichend. Aber warum soll ich jetzt... Achso. Ja, weil ich diese nächsten dann nur noch da bauen kann. Ja. Ja, okay. Könnte man ja auch reintun. Strom ist Stromblitz? Geh ich von aus. Dings hier, diese Typen waren. Dings, ich hab's nur noch andere. Sortieren nach Element.
Okay, der kann nur mehr. Der komische Igel, der kann nur Blitzdings, der andere kann mehr. Aber wenn er nur Blitzdings kann, ist es ja nicht schlimm, dann macht er nur das. Richtig, dann macht er nur das. Aha. Okay, der andere kann dann wieder tragen und schleppen. Und helfen. Dann verpisst er sich ja die ganze Zeit wieder. Oh, aber dieser Univolt, das Pferd, das kann Blitzdings 2, kann aber auch Holz. Okay. Nee, nee. Kannst vergessen. Nee. Nee. Oval, Kurs in, also, nee, nee. Nein, einfach nein. Nein, nein. So. Ich will das nie fahren können, den Müll. So. Haben diese Bienen eigentlich Honig gemacht? Noch nicht geschaut, genau. Ich tu mal eine Biene rausnehmen, ich habe zu viele, machen wir so ein Horn da. Ja. Oh. Kann ich mich wieder nicht bewegen? Wegen 4200 Kilo. Weil ich das abgebrochen habe mit diesem Sphären, den gelben. Muss ich jetzt hier eine Kiste bauen, oder das hebt keiner mehr auf? Ich glaube, ich muss jetzt neben dem eine Kiste bauen. Damit man das aufheben kann. Ja. Dann steht es nicht mehr zur Verfügung. Leider. So. Ne, nicht den aufnehmen. Digga, nur auf die Ding zugreifen. Kann ich jetzt nicht auf die Kiste zugreifen? Warte mal. So, noch einmal weiter. So, jetzt hat. Okay. Jetzt probiere ich bei diesem komischen Ding da zu bauen. Okay, danke. So, Rezept wählen. Hier. Geht's denn hier schneller oder was? Stromzufuhr unzureichend. Ja, dann komm doch her. Stromzufuhr unzureichend. Ja, okay, jetzt pennt der wieder. Kannst du schlafen? Bist du hier? Ne, ich bin on Tour, aber ich kann gucken, ob ich hier irgendwo so einen Teleportatierer finde. Ich meine, hier war gerade eben irgendwo einer. Hä? Da? Wo ist denn der? Ach, da hinten? Ich kann noch mal kurz rüberschauen, bei dem, wie das bei dem Ding hier ist. Teleport zu Hause da. Achso, schaffst du, okay. Sonst wäre ich weggeportet. Jo, hi. Hi. Ich hab da so ein Fließband hingestellt, wollte das mal testen, aber die schlafen alle. Jawohl, vielen Dank. Kannst du dir anschauen, ja. Du willst hier. Guck mal das Fließband hier an. Alter, wie groß ist es bitte? Ja. Und ich kann halt nichts machen. Und ich dachte, das Viech kommt hier hin. Aber das hackt lieber Holz. Kann ich das aufheben? Ich kann doch normalerweise so viel aufheben. Hallo. Ich kann alles andere aufheben, aber das nicht. Univolt. Nee, kein.
Zuweisung der FIFA fehlgeschlagen. Zu niedrig. Kann man nicht aufheben. Ne, kann ich nicht aufheben. Dann ich nehme wieder weg. Bin mir nicht sicher, ob das so geht, aber ich probiere den anderen. Der hilft jetzt bei beim Nageln. Das ist nett. Ich kann den auch nicht aufheben. Ja. Man kann die nicht aufheben, diese Blitzdinger. Der läuft jetzt irgendwo hin. Der ist im eingeteilt in der Basis und läuft halt irgendwo spazieren hier oben. Ach, der hat Holz geholt. Okay, anscheinend geht das noch ganz anders mit dem. Also ich. Man kann die nicht aufheben, diese Viecher. Warte mal, ich pack den Blitzvieh mal weg und pack mal den Igel da rein. Ja, ich hab hier den Pikachu, das ist ja der gleiche, der kann. Ja gut, der Igel, der kann halt vielleicht nur das, ne? Ja, eben deswegen, ja. Dachte, dieser andere kann auch nur das. Ja genau, den kannst du auch, okay, den kannst du aufheben, lol. Mach das. Eignet sich nicht für die Aufgabe Handwerk. Du brauchst Handwerk und nicht Strom. Aber ich will doch Strom. Ja, das. Wo muss ich den denn ranhalten, dass der da Strom macht anstatt Handwerk? Ah, warte, es gibt noch ein Gebäude. Sorry, Generator brauche ich. Warte, ich gebe Generator, der kriegt dann Strom, da muss der andere ins Generator rein, glaube ich. Warte, ich habe das gesehen. Doch, Generator, hier. Moment. Ich habe da mal so ein Riesentor hingestellt, dass der Dicke da nicht ständig rüberkommt, ne? Mal vielleicht auch rein tun den Generator, aber mal zum Test hier. Stimmt, der Generator gibt dem anderen Strom, klar, habe ich verpeilt, wie ich das auch noch gelernt habe. Jetzt gehen alle weg. Jetzt kommen alle wieder. Boah, das ist ein Riesenteil, ja, Mann. Das ist der Hurenigel, der läuft jetzt. Jetzt geht's dann bestimmt. Überfall. Freunde, Hardliner. Ich sehe schon, wir bauen hier noch so ein Riesengehege drumrum, Mann. Und ich habe wieder keine Armee draußen, ey. Zumindest nachgeladen. Ach, da unten sind die. Schießt du schon oder was? Echt? Nur mit deinem Ding und ich bin in meiner Kiste und suche irgendwelche Leute breite vor und er tut es halt schon erschießt. Spinnst ja. Mittelgroße Palldinger haben die gehabt. Ich habe sogar den Boss rausgesucht eben. Ja, einfach immer Chillet dabei haben. Yo, hey, guck mal an. Sonic macht Strom. Oh mein, okay, krass. Die laufen sogar auf dem Band, guck mal. Ja. Kann ich da durchgehen? Speicher, achso, der kann sogar aufladen, guck mal.
Der muss nicht immer da sein. Ich hole mir jetzt noch so den anderen. Der kann ich schneller laden. Der andere kann ich schneller laden hier. Der da. Der ist Rang 2 im Aufladen. Ah, der geht glaube ich direkt dahin. Ja. Zwei, ich glaube zwei können es nicht, ne? Selten, dass es so geht. Hilfst du da gerade mit, oder? Es geht nicht von alleine, gell? Ja. Warte, ich drück nichts mehr. Ne, ja, muss trotzdem mal hin. Stopp dann, ja. Wir können das Lager auf. Rüsten nochmal, warte. Zack. Hab ich. Hier, du hast doch diese Mega-Gorilla da gezähmt. Konnten die nicht handwerken? Waffen, Fließbandwerk und luxuriöse heiße Quelle. Welche Viecher? Diese Mega-Gorilla da. Diese großen grünen. Brontosaurus oder was? Na, die riesengroßen da. Diese Affen. Nicht den Tanzi, den kleinen. Nein. Ich weiß nicht, wie die Boys heißen, Mann. Haldex. Wo wir dann unsere Tour gemacht haben, da hast du so eine große... Dumunti, ne? Der Arsox. Mo. Goriant. Goriant. Wenn dann. Meinetwegen Goriant. Der da. Feldholz. Nein, nicht den da. Alter, machen wir nicht fertig. Du bist halt ein Affe. Das ist der falsche Affe. Ich will den dicken Affen. Hä? Ich habe ihn halt nicht in meinem Pokédex. Ich kann nicht sagen, wie er heißt. Ich habe dann noch den Pinguin. Den Vogel. Den Panda. Heißt der Panda? Keine Ahnung. Ich hab den Boss hier. Das war doch so ein Panda mit so einem grünen Mützchen oder sowas. Dino. Tourfend. Die Tour heute? Oder gestern? Nein. In der Wüste. Ja, mit Wüste dies, das, jenes, welches. Ich habe nur so in der Wüste, da waren wir an irgendeinem scheiß Strand. Cognito. So ein Scheiß. Mit Hut, so ein Pinguin. Nein, Mann. Ich will einen Panda. Am Strand habe ich diesen Keller Ray, diesen schwebenden. Nox gibt's noch einen, den habe ich auch nur einmal. Futtler habe ich auch nur einmal. Den grünen großen. Mossander. Ja. Ja, den habe ich schon. Was. Der kann Hand 2. Kann der nicht craften. Ja, doch, Hand 2. Mach doch Hand 2 dahin. Ja, die waren ja bis jetzt irgendwie draußen. Aber ich hatte wegen den Schafen die alle weggetan. Der frisst erstmal. Bin ich stark, euer? Leck mich doch am Arsch. Ja, lass ihn erstmal essen. Zuweisung für Generator fehlgeschlagen. Eigentlich nicht für die Stromdings da. Warum Generator? Zu nah, das Ding, ne? Alter, komm her. Gut, dann vielleicht seitlich oder so weiter weg. Mach das da. Nicht Baum. Oh. Zuweisung zu Stein erfolgreich. Ich rast aus. Alter, bleib stehen. Bleib stehen. Wie geil, Mann. Waffen, Fließband und luxuriöse heiße Quelle, ey. Da, Fließband. Bau. Danke sehr. Guck, wie schnell er baut. Ja? Es gibt noch ein Fließbandwerk mit 28. Palsphären, das andere ist Fließbandwerk, noch eins. Und das Waffendings
kommt 32. Elektroschockgranate. Ich kann sogar ganz ganz Schnee machen. Baut der gut? Schon, gell? Ja, geht. So, er hat gestoppt gerade irgendwie. Bei mir stoppt das. Ah ne, jetzt geht's. 7, doch, passt. Hier habe ich hier auch drin. Okay. Warum hat Kekstefar eine eigene Kochshow mit Keksi, dem Affen, gestartet? Weil Keksi die besten Bananenrezepte im Dschungel hat. Das ist affentastisch. Sehe ich auch so. Ja. Finde ich gut. Okay. Dann machen die hier. Passt. Kamel habe ich auch. Ja, ich habe einen Alpaka sogar. Kamel weiß nicht. So direkt Kamel nicht, aber Alpaka. Lambal Kräuterbraten. Ah, die Verteidigung, aber. Ist hier echt viel Management, sage ich dir. Aber. Dave, aber nur ein Viertel der Management, was NOS angeht. Wieso soll ich Kekse durch die Gegend schmeißen? Warum denn das? Mein, kann ich nachher machen. Warte. Generator haben wir. Kann ich nicht irgendein so Buff-Ding bauen, was irgendwas schneller macht? Achso, die Fackel. Kann ich die jetzt bauen? Ja. Und die Werkzeugkiste habe ich da oben schon eine hingestellt. Habe ich, glaube ich. Genau, okay. Jetzt muss ich erstmal meine Diener von oben betrachten hier. Jo. Hä? Kannst überall so hochkriechen. Das ist voll geil. Also Beweglichkeit ist wild. Hier sind meine Untertanen. Ja, schau. Wenn der König spricht, dann stell er sich dahin. Meine Gefolgsleute. Ich wollte zwei so Fackeln links und rechts stellen. Aber die Mats sind wild, deswegen machen wir erstmal nur eins. So, nach vorne am besten. Weit vor. Nee, stopp. Nein. Okay, wenn ich jetzt abbreche, habe ich die ganzen Mats. Bevor es weiter vorschaut, was man sieht. Ach, dir helfen? So, damit ist dann auch wieder irgendwas schneller. So ein Buff-Gebäude. Ja, schön Farm hier. Ich weiß ja nicht, wie das Game von Zuschauern ist. Also ich schaue halt nicht zu, mich pisst an, dass es jeder streamt. Weil halt im Hype und so, ne? Hype-Streamer, man kennt's. Ich mach's halt bei Survival und Dedicated Server. Und weil die Quality of Life Features mir bei NOS gefehlt haben. NOS war eines der letzten Müll Quality of Life Dinger. Da bist du nur am Sortieren und Machen. Hier tust du was in die Kiste und alles kann darauf zugreifen. Alle. Vom Hot Tub in Spieler gefühlt. Und ich habe mich einfach gefreut, dass ich ein dedicated Server-Spiel habe. Okay, das ist jetzt hier das ist die olympische Fackel. Ja. Wo ist das Feuer? Was machst du denn? Das ist so laut manchmal. Warum brennt das nicht? Hier kannst du einstellen, auch wie sie arbeiten sollen. Normale Arbeit, Schuften oder brutale Arbeit. Wenn Olli dabei wäre, weißt du Bescheid hier. Der muss brutale Arbeit machen. Pfeile 80. Ich muss noch ein paar Pfeile auch herstellen. Wieso habe ich so einen Schaf auf der...
So, habe ich kein einziges mehr da gelassen von diesen Fixie. Na gut, egal. Pfeile, nicht Feuerpfeile, normale Pfeile. 4000 können wir herstellen, easy. Ich mach mal 111 oder so. Ja, der Affe kommt jetzt und hilft mir. Musst dir vorstellen, Dave, hier sind die ganzen Kisten, da sind auch die Drachen drin. Und es gibt unendlich Stacks. Es gibt keine Begrenzung. Du kannst auf etwas 28 hin tun oder 200.000. Es gibt keine Stack-Begrenzung. Ich glaube, Cap ist 9999 so rum. Ja, oder Cap, ja, okay, das ist, stimmt, kann sein, weil bei dem Ding hier, das Geile ist, du stellst hier so eine Mine hin oder so ein Holzteil da und die tun für dich Holz farmen. Hier. Und jeder tut auf seine eigene Art und Weise. Manche mit Hörner, manche beißen so, manche kloppen mit dem mit der Pickaxe. Hier, die Malochen für dich. Der guckt jetzt komisch, oder der tut säen, genau, der tut säen, schau. Jetzt ist gesät, jetzt kommt der nächste und spritzt es dann voll mit Wasser. Ist halt so wie so ein bisschen Siedler, auch so Lemminge, die dir ja hier helfen und dir nachlaufen. Das muss noch jemand irgendwie abernten, mache ich selbst auch machen, mal schnell. Du kannst das meiste auch machen, nur nicht alles. So ein Elektroviech tut uns jetzt unser Generator aufladen. Haben wir dadurch Strom. Auch ganz neu. Ja, und sonst hast du verschiedene Waffen. Zum Zuschauen ist es halt, du peilst nicht so wirklich viel. Aber zum Spielen, ich sagte, ich habe viel gespielt. Ich habe ja auch mit hier Daisy gespielt, ich habe NOS gespielt. Zum Spielen ist das echt wirklich das, was uns gefehlt hat, wo wir gesagt haben, hey, das wäre geil. Das braucht man, dies braucht man. Ist hier einfach alles drin. Also hier ist von Baseline, ne, keine Ahnung, was haben wir alles an Survival-Scheiß gespielt, ne? Hier ist Baseline sehr viel Quality of Life. Ja, ohne Mods. Ja, klar, ohne Mods. Ja. Allein schon, wo wir gesagt haben, von wegen, die Entwickler haben ihr Spiel selbst gespielt. Das muss von den Entwicklern wirklich selbst geplaytestet worden sein. Ja. Sonst wäre hier vieles nicht drin, Mann. Safe, das hab ich auch sogar bei YouTube gespielt. Das einzige Spiel, wo ich gesagt habe, hey, die Entwickler haben sich hingehockt, haben es programmiert und haben es gespielt und haben weitergemacht. Wenn irgendwas gefehlt hat, haben sie es halt geaddet. Das habe ich nie erlebt. Das ist so logisch, so vieles. Das ist krass. Und hier macht es auch Spaß, hier zu Hause zu sein, das zu verwalten. Hammer. Und diese Tiere, scheiß mal drauf, ob es irgendwelche Pokémon-ähnlichen Viecher sind. Die Eigenschaften hatten sie bei Ark teilweise auch einige. Also da waren halt Dinos mit verschiedenen Eigenschaften. Die ähnlichen Dinos gibt es ja auch, sehen nur anders aus. Ich wollte gerade sagen, also so ein Anki zum Steinfarmen ist halt nichts Neues, ne? Ja, also die Viecher sind alles wie die Dinos, nur sehen anders aus. Pokémon ähnlich, okay, klar, bestimmt, was weiß ich. Aber ich glaube auch, also deswegen spielen es halt viele. Es gibt ein, zwei Viecher, die sehen manchen Pokémon wirklich sehr, sehr ähnlich. Wo man sich denkt, hei, hei, hei. Das ist aber auch nur drei Farben weg von der Klage, ne? Ich hoffe, aber die haben sich da abgesichert. Ja, wer weiß, ne? Aber keine Ahnung, Mann, das ist, die Viecher sind schon cool. Super. Das ist ja das Schöne auch in Ark gewesen. Mein Ziel war das immer, mindestens jedes Viech einmal zu zähmen, um das einfach zu testen, wegen den Eigenschaften. Das war immer mein Ziel. Habe ich nie geschafft, weil es einfach zu viele Tiere und es gibt dann zu viele verschiedene Möglichkeiten. Ja, hier hast du es wenigstens durchnummeriert, ne? Was und Bescheid? hier hast du eine Nummer. 111 Viecher und Gewehen. Und das Krasse ist ja, das ist so eine Art interessanter Humor. Ich bin ja nicht da wirklich so wirklich
Ich mag ja jede Art von Humor, aber das Übertriebene regt mich halt auf. Dieses absichtlich dumm sein, dieses teilweise. Diese zwei Streamer, die wir immer da sehen oder so. Absichtlich auf dumm gemacht, damit es für den Content ist. Der P und der H, die zwei. Also, es ist halt einfach nur so für dumm, für Content gemacht. Das regt mich manchmal auf. Und aber die Leute fallen darauf ein, die checken es halt nicht. Hier ist es so, bei dem Spiel, dass die Texte sehr, sehr ein zum Schmunzeln sind und sind sehr gut geschrieben. Das hat doch sogar Jeroka gesagt. Sie sind großartig geschrieben. Ich sage, sie sind einfach gut geschrieben, du kannst schmunzeln. Und in einem Early Access so ein gutes Deutsch, so richtig humorvoll. Also es ist jetzt, wenn du Text liest, ist ja immer so scheiße, bla bla bla, aber du liest und denkst dir, okay, ist echt wild gemacht. Also Humor bitte eine neue gelbe Pokebälle. Oder was brauchen wir dann noch? Ja, mach ich. Hier, Jeroka hat mir das als Beispiel gesagt, das habe ich auch gelesen. Kommt auf abschüssigen Wegen leicht ins Rollen, weil ihm dabei schwindelig wird und es nicht mehr auf die Beine kommt. Steht es ganz unten in der Nahrungskette. Es ist also eine kleine Beschreibung. Und hier rechts steht, hier kann auf Befehl das Schild ausgerüstet werden. Als Schild ausgerüstet werden, setze es auf eine Viehfarm, um noch mal Wolle abzurufen. Ich kann das Schild ausrüsten. Und so hast du so viele kleine Beschreibungen. Und dann haben die halt irgendwelche einzelnen Fähigkeiten. Wie... Warte... Kannst du alles gar nicht erzählen, das ist so viel. Mehr Muskeln als Verstand hat der zum Beispiel. Und der ist Druckmäuser, die Eigenschaft passiv. Außergewöhnlich Drachentöter, geistig labil. Das kannst du gar nicht sehen, Alter. Ist ja auch egal. Geistig labil. Angsthase, Grobian, verfressen, fleißig. Kaltblütig, grüner Daumen. Also das ist selbstzerstörerisch, Angsthase, das ist halt... Jedes Tier hat halt verschiedene aktive und passive Eigenschaften. Das ist krass. Und diese Texte. Die sind so gut geschrieben, Alter. Das habe ich halt so als Spaß gemacht. Also das, weil ich damit habe ich eigentlich die anderen mehr oder verarscht. Das heißt, Fahrt, ich habe das heute, glaube ich, auch so gemacht, so als Spaß. Hallo, Nalo, schön, dass du da bist. Nalo, super, viel Spaß. Ja, also, das ist halt so over the top, dass es bei mir halt mehr so wie eine Verarschung ist. Das habe ich noch nie ernst gemeint. Sorry, aber Katastrophe. Also, man sieht ja sogar daran, dass ich es nicht ernst gemeint habe, weil ich immer... Blödsinn gemacht habe. Ich habe ja vor dem Ende immer so gemacht. Und dann Hallo, weißt du, immer solche komischen Grimassen, weißt du? Das ist halt so wie Troll ist. Aber habe ich keinen Bock mehr. Die Menschen sind doof genug und fallen auf solche Sachen halt leider rein bei anderen. War echt. So wie die Farbe echt ist. Das Fähren dauert lange, Mann. Wir müssen noch Ding machen lassen hier. Ja, die Karte ist riesig. Man kann sich auch überall hinporten. Es gibt Bosse, Dungeons. Es gibt viele. Du kannst auch nur hier rumwurschen im Lager. Du kannst auch gegen größere Gegner kämpfen. Also... Ist schon umfangreich. Schau mal, die gießen hier. Die spritzen. Ich kann mitspritzen. Ja, jetzt wächst das Ding. Jetzt machen sie das nächste. Der muss diese Windmühle betreiben, damit wir hier so Bruchstücke von Steinen kriegen. Mhm. Hier gehen sie hin zum Fressen. Futternapf. Schau. ...221 Honig ist hier im Futternapf. Ich tue das mal da raus. Jo. Zack, jetzt haben wir 222. Dann ist dann eigentlich vollständig, ja, gell? Oh, die Armbrust ist ziemlich ripp. Und ich muss mir ein neues Team suchen, weil das Team hat mich genervt.
Mal schauen, was ich da mache. Also, was habe ich denn jetzt drin? Schauen wir mal, was muss ich denn da nehmen jetzt? Also, ich nehme mal den einen hier mit. Ja, da muss halt ein echter Mensch kommen. Wie soll ich den ersetzen hier? Dave, ich wollte es dir nicht sagen, aber ich bin halt schon dein Ersatz, ne? Sei froh, dass Keks mit mir spielt, denn sonst müsstest ja du spielen mit mir. Doch, okay. Alter, wie groß ist denn diese Zuchtkacke? Übrigens, Ark 2.0, anstatt Dinos habe ich irgendwelche anderen Viecher. Weil im Endeffekt haben die Dinos das gleiche gemacht. Noch nicht so umfangreich. Kein Problem, Dave. Kannst du einloggen, go? Oh, Dave. Oh, Dave. So. Also, diese Schwebeviecher sind ja nervig. Da habe ich ja aussortiert. Was soll ich denn dann mitnehmen jetzt als Team? Brauche ich noch den Nightwing zum Fliegen oder der Wanderwurm? Ja, das ist Jacke wie Hose, Mann. Ich glaube, wir müssen ja alles umbauen, dass wir die Zuchtstation hinbauen können, ne? Wie groß? Aber wir haben ja kein... haben wir Kuchen? Riesig. Achso, ja, können wir ja machen. Aber das Ding ist, wie lassen wir wem mit wem paaren? Ist so wie bei Ark, dass dann die Fähigkeit von der Mutter und Vater kommt, dann müssen sie hochbrocken oder so? Ich hab keine Ahnung. Also... Kuchen? Aber ich kann dir sagen, wir haben hier gerade auf dem Grundstück keinen Platz. Milch 0 von 7, Eier 0 von 8. Achso, ich muss die Kühe ins Gehege tun, gell? Wenn du magst, ja, wäre halt dufte. Ah, wir haben halt keinen Platz für alles. Der eine macht Strom, der andere tut die Scheiße produzieren. Aber diese zwei Feuerdinger brauchen wir nicht. Wo sind denn die Kühe? Und ich dachte, ich hätte so ein Nischenspiel gefunden, hey, jetzt spielen es alle. So wie bei No One Survive fühlt man sich dann irgendwie sicher, da spielt da keiner. Oder so. Ja, das Ding hier ist alles andere als ein Nischenspiel, ne? Hier fühle ich mich so irgendwie wie bei Call of Duty, wenn das alle spielen. Und dann hatte ich halt, also, wenn so ein Game spielst auf Twitch oder welchen sozialen Plattformen, hast du als nicht Top 10 Spieler keine Chance. Ja. Du wirst sowas von aufgefressen. Deswegen finde ich ganz gut, dass das hier ist. Ich merke das ja bei den Shorts und meinen Videos. Selbst wenn ich jetzt, keine Ahnung, 8 oder 10 Jahre Survival Games mache, jede mögliche Art von Survival Games, paar Klicks hier, paar Klicks da, dann kommt das hier auch als Survival Game. Ich tue es einfach nur als Survival Game. Ganz normal, egal mit was für Viechern es ist. Trotzdem keine Chance. Du wirst nicht gesehen, nicht gefunden. Ja. Ja, genau. Und das ist eben genau nicht das, Dave. Das ist genau nicht das. Ich habe nur gesehen, Dedicated Server und Survival. Man hat es ja hier gesehen, wie ich darauf reagiert habe. Ich suche die Kuh. Ja, du bist der Server-Fritz und ich bin halt der Pokémon-Fritze, ne? Mhm. Ja, der Survival-Fritze halt, ne? Und wenn es um Dinos geht oder so, habe ich ja vermisst in vielen Spielen. Hatte ich überlegt, Pokémon zu spielen, da gibt es auch die Diener, die dir helfen. Ja, wie gesagt, das letzte gute Survival-Spiel war halt einfach Ark, ne? So, keine Ahnung, für mich hat da nichts weiteres wieder den Nerv gekitzelt. Und jetzt ist halt das hier da und das finde ich cool. Ja, das ist jetzt gut arg. Genau, und ich hatte das halt kurz vorher gehört, Dave. Oder wir haben es vielleicht zeitgleich, als ich das gelesen habe. An dem Abend warst du, glaube ich, im DC drin. Wo ist jetzt irgendeine Kuh, Alter? Hier ist, ach so, eine habe ich hier, warte. Hier eine. Zack. Was macht die jetzt? Ah, die geht doch genau nicht dahin. Die zappelt ein bisschen.
Und die müsste jetzt Milch. Milch legen? Ob das so heißt? Einfach ein bisschen Milch legen. Fühl ich. Egal, okay, soll ich machen. Schon wieder dunkel. So, nehme ich den einen Boss, nehme ich den Ding, nein, den tue ich raus erstmal. Dann nehme ich, was ist denn das für ein Boss, den Quivern ist auch ein Boss, dass ich den gelegt habe. Nehme ich den Chili Milli aber auch mit. Doch, du kannst sie auch benennen. Doch, kann man aber. Ich lasse es so, damit ich sie erstmal lerne.